Hallo Leute, heute geht es mal wieder ums Schneiden lernen und um es euch besser zeigen zu können, mache ich es mit links. Viel Spaß beim Zuschauen! Ich hatte ja bereits ein Video zum Thema Schneiden lernen, nur ich habe festgestellt, dass man als Koch, wenn man es schon seit Jahren macht, mittlerweile nicht mehr weiß, was man eigentlich macht, denn man macht es ganz automatisch. Deswegen ist es ziemlich schwer zu erklären. Also habe ich mir überlegt, ich mache es heute einfach mal mit links. Ich habe noch nie mit links geschnitten und deswegen mal sehen, was bei rauskommt. So, zum Schneiden habe ich mir eine Gurke ausgesucht und Gurkensalat kennen die meisten. Wir machen jetzt davon Gurkengemüse. Das heißt, wenn ihr dann anfangt zu üben, dann müsst ihr nicht nur Salat essen, sondern dann könnt ihr auch mal ein Gemüse davon machen. So. Für das Gurkengemüse werden wir die Gurke erstmal einmal der Länge nach halbieren. So. Und dann kommt das Kerngehäuse raus. Einfach mit so einem kleinen Kaffeelöffel schön rauskratzen. Man könnte es auch drin lassen, aber das wird beim Garen, beim Dünsten nachher, wird das ziemlich weich und matschig. Und wenn man es rausholt, dann hat man halt nachher noch eine schöne bissfeste Gurke. Und der nächste Vorteil von so einer halben Gurke ist, die liegt stabiler auf dem Brett. So, jetzt zum Schneiden. Also das Messer nicht verkrampft in die Hand, also nicht so richtig festhalten, sondern man soll es zwar festhalten, aber noch so, dass man damit arbeiten kann. Also relativ locker, so ein Mittelding zwischen fest und locker. Dann die Finger wie zu so einer Kralle, der Daumen möglichst nach hinten und dann, das ist echt ungewohnt, und dann kann man es entweder gerade schneiden, wie ihr merkt, ich fange auch langsam an, weil es ist wirklich ungewohnt. Nur beim Gurkengemüse ist der Vorteil, wenn es da ein bisschen dicker wird, ist das ganz angenehm. Für Gurkensalat ist es lieber, möchte man es lieber ein bisschen dünner haben, die Scheiben. So. Das ist jetzt die eine Möglichkeit. Darauf achten, dass sich das Messer beim Schneiden auch bewegt. Also nicht einfach nur so runterhacken, sondern wirklich ein bisschen Zug auf das Messer bringen. Die zweite Möglichkeit ist, ihr nehmt das Messer mit zwei Fingern in die Hand, also zwischen Daumen und Zeigefinger, legt es vorne auf dem Brettchen auf und schneidet dann so, dass das Messer eben auf dem Brett liegen bleibt. Also ich muss sagen, wenn man das mal mit der anderen Hand macht, dann merkt man, wie schwierig das eigentlich ist. Ich selber kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern, an meine Lehrzeit. So, wir probieren weiter. So, und schneiden. Wie ihr seht, ich mache es auch ziemlich langsam, weil es ist für mich wirklich ungewohnt. Also ich habe damit auch wirklich noch nie mit links gearbeitet, sondern immer nur mit rechts und da geht es eigentlich ganz flüssig. Ich werde jetzt die restliche Gurke noch schneiden und lasse mir ein bisschen Zeit dabei. Und dann geht es gleich weiter. Also jetzt zum Ende hin, da wird es schon ein bisschen flüssiger. Aber man fühlt sich wirklich wie in seine Lehrzeit zurückversetzt. Das ist ganz spannend und auch ganz witzig. Muss ich nochmal richtig konzentrieren, weil normalerweise geht das so nebenbei. Da schneidet man einfach und man ist mit den Gedanken eigentlich ganz woanders. Und da ist das nochmal so richtig interessant. So. Ha, ohne Pflaster, sehr schön. So, also, die Gurke haben wir jetzt geschnitten und jetzt dünsten wir sie gleich noch.
Also wie man sehen kann, die Gurken sind auch nicht wirklich gleichmäßig. Aber Übung macht den Meister. Ich weiß jetzt nicht, ob ich öfters jetzt mit links schneiden werde, aber ich weiß jetzt zumindest, dass es ziemlich schwer ist, es am Anfang zu lernen. So, und jetzt machen wir unser Gurkengemüse. Dafür kommt ein bisschen Butter in die Pfanne. Dann geben wir die Gurken dazu. Dann ein klein wenig salzen. Ein bisschen Pfeffer. Ich mache jetzt noch einen kleinen Schuss Weißwein dran. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. So, und dann dünsten wir die Gurken an. Dauert so etwa ungefähr 5 Minuten, dann sind die weich oder beziehungsweise noch bissfest. Dann kann man sie mit ein bisschen Dill abschmecken und dann hat man wunderbares Gemüse, zum Beispiel zu Fisch. So, und das war's dann wieder vom Schneidenlernen, diesmal mit links. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich. Ich fand es nämlich wirklich lustig, nochmal so zurück in die Lehre zu versetzt zu werden. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen und Schneiden lernen.